Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4. Wir sind noch im Urlaub. Ich glaube, der geht jetzt noch, was weiß ich, 3, 4 Stunden oder was. Auch wenn da gerade beim letzten Part die Meldung kam, er würde noch ein Jahr, einen Tag gehen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich ja nur um einen Tag verlängert und der müsste jetzt bald fertig sein. Deswegen bin ich mit den ganzen hier nochmal zum Abschluss in den tiefen Wald gereist, damit wir hier auch nochmal irgendwas Schönes machen können. Jetzt wollte ich nur mal kurz gucken, ob Fiona zufällig ihr Buch eingepackt hat, das sie gerade am Lesen war. Mit den Vielfraßspielen? Nee. Och Mann. Hast du das da liegen lassen? Hättest doch mitnehmen können. Mist. Okay. Ja, was gab es im letzten Part? Im letzten Part habe ich die Alterung auf lang gestellt, also die Lebensdauer. Wir haben zwei Belohnungen gekauft. Für Donika die Sportskanone und für Fiona die Blitzleserin. Irgendwie habe ich vom Blitzlesen aber nichts bemerkt. Ja, ansonsten haben wir schön gefrühstückt, ganz gemütlich, uns unterhalten und ja. So, jetzt will ich mal gucken, was können wir denn jetzt hier alles Schönes machen? Du wolltest freundlich zu deiner Schwester sein, dann sei das mal kurz. Ich suche nämlich was ganz Bestimmtes. Was wolltest du? Rumalbern. Ach ja. Okay, dann sei doch aber erstmal freundlich. Oh Gott, nee. Was für komische Sachen. Brillante Ideen wolltest du mitteilen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann willst du rumalbern. Ein Witz über Aliens. Das ist immer gut, ja. Und dann guck ich mal, wo war denn dies? Ah ja. Da ist das, was ich gesucht habe. So. Donika und Fiona brauchen nämlich beide noch Schachdinger. Du kannst also dann mit deiner Schwester direkt mal eine Partie Schach spielen. Das ist... Na gut, okay, von mir aus dann unten drunter. So, und die lieben anderen Leutchen, was können die denn mal so machen? Ja, ihr könntet auch noch mal irgendwas Schönes tun. Da gibt's doch... Oh, ich habe immer die Bäume vor Augen. Hier noch mal ein bisschen vielleicht. Spielen mit. Genau. Spiel du mal mit deinem Mann. Der freut sich bestimmt. Unser verspielter Tobias. Ja, dann habt ihr da auch noch mal ein bisschen schön. Weil jetzt noch mal großartig sammeln gehen und so. Da werde ich eher lieber noch mal mit Donika oder mit Fiona die Tage dann in Oasis Springs mal hingehen, da noch mal gucken, dass man was sammelt und vielleicht kriegen wir auch mal die Kuhpflanze geangelt. Das wäre ja auch mal ganz witzig. Ja, so, jetzt gucken wir mal, was die beiden da so machen. Ei, Level 2 der Logikfähigkeit. Ja, das ist doch schon mal schön. Und Donika hat Level 3. Yes, zeig mal, war's das? Juhu, wir haben es geschafft. Wir sind erwachsen geworden, wir haben endlich die Fähigkeiten. Jetzt brauchst du Level 4 von Logik. Warte mal, nee. Level 3 einer beliebigen Karriere. Genau, jetzt haben wir nämlich das Ding auch. Und Level 4 in 4 Fähigkeiten. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Was fehlte denn noch? Comedy, Fitness, ja, wie gesagt, sie hat nicht viel. Das ist das Problem. Aber gut, da müssen wir halt mal gucken, ne? Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Können wir ja ausbauen. So, wie sieht's denn bei Fiona aus? Fiona, du hast jetzt endlich Level 2, dann brauchst du noch ein Level, dann kriegst du das auch und dann musst du nur noch deine 2 Bücher lesen, dann bist du auch weiter. Ei fein, das läuft ja mit den beiden. Das ist schon mal gut. Dann gucken wir mal, was die zwei hier machen. Ah, und du müsstest mal auf Toilette, Mädel. Okay. Gehen wir da, wo diese ekligen Bienen sind, oder gehen wir in dem Häuschen? Ich glaube, die Toilette im Häuschen ist angenehmer. Die haben doch hier irgendwo eine Toilette gehabt. Ja, da. Komm, dann geh mal hier Toilette verwenden. Auf geht's. Und Hände waschen. Ja. Hallo, was macht ihr zwei? Ich hatte doch Fiona noch was gesagt. Macht sie das? Ja, gut, okay, sie macht das trotzdem. Gut. Und wie geht's Tobias? Tobias geht's super gut. Du könntest doch mal... Oh ja, das wäre mal eine Idee. Kannst du denn, wie geschickt bist du denn? Geschicklichkeit auf 4. Ja, da könnt ihr schon mal was machen. Dann komm mal her, dann kannst du hier mal was basteln. Wie wäre es denn, so ein kleines Andenken an den Urlaub? Eine Skulptur wäre doch bestimmt interessant.
Drachenskulptur, Elefantenskulptur, Häschenskulptur. Kannst du so eine Drachenskulptur? Ich weiß nicht, wie lange die braucht. Egal, bastel da einfach mal was. Mach da mal. So, und ihr zwei, unterhaltet euch noch? Ja, das ist super. Wo seid ihr denn? Hilfe! Hallo, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo sind die denn? Ach, da. Da stehen sie rum und erzählen sich was. Ja. Nüsch, Dode, Weck, Vulkanus, Warum geht's ihr eigentlich so mies? Oh, Unerprobt, wegen Merkmal Genie. Ja, sie braucht mentale Reize. Aber du hast doch gerade eben Schach gespielt. Das waren doch mentale Reize. Ja, jetzt ist die Anzeige richtig. 4 Stunden ist der Urlaub rum. Okay, ja, gut. Ja, das Schachspielen gerade wieder fest. Zack. Was willst du hier? Von Ideen erzählen. Ja, warum erzählst ihr denn nichts? Freundlich. Von Ideen erzählen. Da, oder? Gab es da noch andere Ideen? Mit allen Freundschickern, ja. Mumba, ja, liegt doba. Ja, ich habe eine Idee. Könnt ihr mal die Muskeln zeigen, genau. Und dann könnt ihr mal... Nee, Moment, das wollte ich mal anders ausprobieren. Da gibt es doch diese... Dingens Foto machen mit... Genau, mach doch mal ein Foto mit deiner Schwester. So eins. Ich hoffe, das funktioniert bei mir auch. Weil ich nie rauskriege, wie diese... Oh ja, das sieht gut aus. Wenn ich mich jetzt bewege, kann ich da unten nicht hin. Das ist immer blöd. Da muss ich mal gucken, wie man das macht. Oder wenn das einer von euch weiß, sagt mir Bescheid. Aber das sieht schön aus. Ja, machen wir nochmal eins. So, gut. Und dann, ich komme ja auch nicht da hoch, ne? Escape, hoffe ich. Glück. Das ist der einzigste Nachteil, dass ich nie weiß, wie ich das hinkriege, dass ich mit der Maus da mal irgendwo hinklicken kann. Jetzt haben wir aber mal ein Foto von euch, ne? Dann umarmen sie doch nochmal. Und du hast Hunger. Das ist eine super Sache. Hui, und Charisma. Yeah. Gut, warte mal. Da sind wir, ne? Du hättest Hunger. Kannst du dir hier auch was anderes grillen, außer... Oder hast du noch was in deinem Rucksack, mit das da was ist und ich übersehe es? Nö, das ist okay. Ah, da haben wir jetzt Fotos. Sehr schön. Dann, du wolltest doch eh nochmal ans Feuer. Dann zünde da nochmal an. Und, ja. Und du gehst nochmal Schach spielen. Wo ist das Haus jetzt wieder hin? Da. Haus da und du Schach spielen. Da. Damit es dir wieder besser geht, ne? Spiel du da nochmal. Eine Runde, was will sie da? Über Kapitäne diskutieren. Okay, macht das gerne irgendwann. So, was machen die anderen zwei? Oh! Ah, schaut euch Kira an. Ja, hast uns was gesungen und wir haben nicht zugehört. Das ist ja wieder typisch, ne? Du möchtest was malen, aber ich glaube, malen kannst du jetzt hier nichts. Das ist das Problem. Ich glaube, zu malen gibt es hier gerade nichts. Aber, was sehen meine Äuglein? Was sehen meine Äuglein? Warte mal, ich habe was gefunden, das hätte eigentlich Donika machen können. Naja, egal. Plaudern? Der sollte doch was herstellen. Wieso plauderst du jetzt mit dem? Ach, Junge, hast du das komische Ding schon gemacht? Ich blicke hier echt nicht durch, wenn ich nicht... Oh ja, eine Drachenskulptur, tatsächlich. Cool, er hat schon was gemacht. Sehr schön. Alter, ist ja fein. Die nehmen wir mit. Die können wir irgendwo hinstellen oder so. Warte mal, dann machst du auch noch mal ein Foto mit deiner Tochter. Wo ist sie denn? Moment, die muss ja irgendwo da sein, wenn ihr gerade geplaudert habt. Oder? Ah nee, die sitzt jetzt da am Dings. Okay, was kannst du denn noch machen? Ach, du bist lustig, du. Das ging ja dann aber fix mit der Skulptur herstellen. Warte mal. Hier oben war doch auch noch irgendwas, erinnere ich mich.
Ah, da, genau. Da kann man sich hinsetzen und noch mal ein bisschen genießen oder so, keine Ahnung. Ja, dann setz dich da hin. So, kannst du einfach mal ein bisschen die Aussicht genießen. Finde ich eine gute Sache. Oder, nee, Moment, noch besser. Nix da. Moment, hier unten ist ja eine Gitarre. Dann übst du noch mal ein bisschen Gitarre spielen, während die liebe Tonika, Kira irgendwas anderes tut. Du könntest mal ein paar, einfach üben. So. Und Kira macht in der Zeit, was hatte ich jetzt mit ihr vor? Du, mit dir hatte ich was vor. Ach, meint ihr, ich wüsste jetzt, was ich mit... Da, Garten. Garten, genau. Du kannst hier mal im Garten ein bisschen rumwühlen. Was ist das eigentlich alles hier? Ja. Auch in dem Garten wächst gar nichts. Ja, ein bisschen dumm. Na gut, dann mach einfach, was du willst. So. Und dann gucken wir nochmal bei Tonika. Die wollte sich was grillen. Genau, ein Würstchen. Jawohl. Grill dir ein Würstchen. Das ist sehr schön. Gibt Kochenfähigkeit und Hungerstillung. Oh Gott. Ich rede wieder mal einen Schmarrn zusammen. Das ist der Hammer. Ja. Und? Du hast das aber jetzt nicht gegessen. Was machst du da? Ach so. Mal kurz weglegen, ruhen lassen, bis es richtig brutzelt. Okay. Ja, ach, ich finde das toll. Ich finde das schön. Jetzt warten wir nur noch drauf, dass dann der Part irgendwann zu Ende ist. Beziehungsweise nicht das, sondern dass ihr dann irgendwann wieder heim könnt. So, ich sehe hier gerade ein bisschen was. Warte mal. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Lalala. Da. Sammel doch mal was ein. Kannst ja doch mal ein bisschen sammeln gehen, Kira. Schadet ja nichts, ne? Gibt's hier noch irgendwas anderes Schönes? Was war das für ein Geräusch? Hallo? Nein, es ist weg. Okay. Ich dachte schon. Eben habe ich es wieder gehört. Da ist ein Specht im Baum. Und klopft. Ich hätte ihn ja gern mal gesehen. Irgendwie finde ich hier gerade sonst nichts. Das ist, ja, wieder mal typisch. Und der Papa spielt Musik. Wo ist jetzt Tonika? Oh Gott, ich lasse es nicht. Nee, geh mal hier zu deiner Tochter. Setz dich doch da mal mit dazu. Kannst noch mal einen Holzscheit nachlegen. Hallo? Jetzt macht sie nichts mehr. Also irgendwie... Ah, es ist ganz runtergebrannt. Ah, ja, okay. Ja, dann setz dich einfach hier mit dazu. Kannst ein bisschen plaudern. Was wolltest du denn? Ja, freundlich zu ihr sein. Genau. Können wir mal machen. Ja, genau. Und ein Witz über alte Zeiten. Das kommt doch gut, ne? Und Fiona spielt immer noch Schach. Jawohl. Oh, es steigt. Das kriegen wir auch bald voll. Und bei ihm sieht's auch gut aus. Ja. Oh, prima. Hört sich gut an. Ja. Machst du schön. Okay. Ja, und die zwei Damen unterhalten sich. Das ist super. Ja, wir können, genau. Jetzt machen wir das mal mit ihr. Warte mal. Hier war das mit dem Foto machen mit. Genau, mach mal ein Foto mit dir und Tonika. Das will ich auch haben. Noch, wenn mir dann irgendwann mal einer sagt, wie das richtig gut geht. Halt, ich muss mich umdrehen. Stopp. Okay. Glück gehabt. Ja, das sieht doch süß aus. Und zack. Gleich zweimal bitte. Falls eins nichts wird. Und das ist natürlich... Ja, komm, machen wir noch ein drittes. Zack. Und husch. Sehr fein. So, haben wir mal... Was ist das denn für ein Wunsch? Was willst du? Bonsai kaufen. Du willst jetzt einen Bonsai kaufen. Na, du bist ja auch gut. Und wir haben Level 4 an der Gitarre für Tobias erreicht. Ja, supi. Ich würde sagen... Ach, jetzt, wann habe ich denn angefangen? Hilfe.
gute Frage. Nächste Frage? Nee, wir haben noch ein paar Minütchen, glaube ich. Glaube ich. So, ja, doch. Ein paar Minuten haben wir noch. Ich überlege halt, ob wir jetzt noch groß hier was machen. Oder, du könntest über Geschicklichkeit reden, genau, das kannst du schon mal machen. Und einen Witz über Aliens erzählen und von Gitarrensolo schwärmen ist auch in Ordnung, mach du mal. Die Damen unterhalten sich hier, ne? Ja, Donika ist jetzt auch erwachsen, man glaubt es nicht. Da war sie so eine kleine süße Maus, nicht der freche Teenie. Und jetzt ist sie erwachsen, geht bald ins Arbeitsleben und ich fasse es nicht. Ach, herrlich. Man glaubt es kaum. Die zwei Weibchen unter sich, genau. So, wie sieht's hier aus? Kriegst du den Punkt noch? Schaffen wir den noch, bevor wir dann heimgehen? Yeah! Und das war's. Wir gehen nach Hause. Urlaub abbrechen und beenden. Jawohl! Ey, wusste doch, dass ich das hier hinkriege. Weil wir haben ja sonst nichts zu tun. Ich meine, das war ein schöner Urlaub. Also mir hat er gut gefallen. Auch gerade der Ausklang jetzt nochmal da in diesem Waldgebiet, wo sie noch ein paar Sachen machen konnten, fand ich, denke ich, ganz gut. Ich hoffe, ihr fandet das genauso gut. Da haben wir nochmal ein paar Fähigkeiten gelevelt. Ja, und das auf ganz gemütliche, relaxte Art in der Natur. Und ach, schön. Ja, jetzt sind wir dann wieder daheim. Ich könnte natürlich jetzt hingehen und könnte direkt den Job suchen. Aber, wie gesagt, ich warte eigentlich noch auf eine Antwort, ob Donika hier bleibt oder nicht. Oder ob wir mit ihr umziehen werden in ein eigenes kleines Domizil. Und bis das nicht ganz klar ist, wäre es jetzt irgendwie auch Quatsch, wenn ich ihr jetzt direkt einen Job suche. Sie hat gerade Geburtstag gehabt. Ich finde, den einen Tag darf sie noch genießen. Wir haben 17 Uhr abends. Ich würde sagen, ihr geht's auch super gut. Das heißt, wir gehen mit ihr lieber nochmal eine Runde abfeiern. So in die Disco oder so. Könnte ich mir denken, so nochmal als nachträgliche kleine Geburtstagsfeier unter Jugendlichen. Auch mal ohne Schwester dabei. Die darf demnächst selber wieder machen, was sie will. So, du wolltest Schach spielen. Na, mach doch hier weiter. Oh Gott. Jetzt müssen wir erstmal gucken. So, liebe Fiona. Erstmal gehst du auf Toilette. Dann kannst du auch gerade unter die Dusche hopsen. Und dann hat sie Hunger. Ja, und gucke mal. Ach Gott, jetzt ist wieder verdorbenes Essen drin. Was haben wir denn da? Die Spaghetti sind aber noch gut und die Eier und Toast auch und das ist nichts mehr. Okay, dann tu doch mal hier Spaghetti essen. Kira, ach ja, Kira und ihre Kräuterkundebücher, die hätte sie weiterlesen sollen. Kira geht's gut. Kira wollte malen. Ihr geht's gerade bestens. Jo, dann mal doch was. Ist in Ordnung. Dann mal doch, weil du jetzt so angetatscht bist, ein schönes Landschaftsgemälde. Tobias geht's auch super gut. Meine Güte, ey, die sind ja alle mal richtig gut heimgekommen. Du wolltest Witze schreiben und Dings machen. Warte mal, wie sieht's denn aus? Das hast du schon abgeschlossen. Okay. Dann geh trainieren. Oder wolltest du ins Was? Laufband kaufen. Wir haben eins. Du brauchst keins kaufen. Nee, dann gehst du Witze schreiben. Also, ich habe wieder einmal nicht aufgepasst, was ich da anklicke. Schreiben? Nein, das nicht. Wo haben wir das mit dem Witze schreiben? Ach, du gehst erstmal genau Rechnungen bezahlen. Eben habe ich es gesehen. Aber wir machen das auf die altmodische Art. Geh bitte an den Briefkasten und bezahl sie da. Husch. Und kannst du mal gucken, ob noch eine andere Post gekommen ist. Und dann gehst du Witze schreiben. So. Das war bei Comedy. Witze schreiben. Wenn du dir das wünschst, darfst du das auch tun. Jo, oder haben wir eigentlich jetzt alle unter? Donika, wenn du noch ins Städtle willst, dann... Kaffee habe ich hier immer noch keinen. Nee, dann leg dich noch mal kurz hin und schlaf noch mal eine kleine Runde. Dass du nachher auch fit bist und dann schmeißen wir dich nachher in dein super geniales neues Party-Outfit.
Und gucken wir mal, ob wir in der Disco irgendwen kennenlernen können und, keine Ahnung. Das wird bestimmt lustig. Und die liebe Fiona kann daheim bleiben und kann mal gucken, ob sie dann hier irgendwas vielleicht analysieren kann. Geht denn da jetzt was? Jetzt kann sie Sammlungen analysieren. Das hatten wir aber, glaube ich, schon mal. Ah, okay. Ja, warum kann ich das nicht anklicken? Leute, ich verstehe es nicht. Sie hat Sachen hier drin, die sie eigentlich analysieren können müsste. Ich weiß nur nicht, warum es nicht funktioniert. Ich habe keinen Plan. Normal müsste das gehen. Also wenn da irgendwer noch eine Idee hat, ihr seht es ja selbst jetzt, ja, warum es nicht funktioniert, sagt mir bitte mal Bescheid. Ansonsten kriegt dieses Analysegerät demnächst die Donika, die braucht es für ihre Arbeit, kann sie super gebrauchen. Und Fiona kriegt dann einfach ihr Mikroskop und gut und fertig. Das ist mir jetzt langsam zu dusselig. So. Sie liegt im Bett, schläft, du bist am Duschen, sie ist am Malen, er ist am Schreiben. Wunderbar. Jetzt würde ich sagen, passt es aber auch haargenau, einen Break zu machen. Ich hoffe, euch hat der Urlaub mit all dem, was damit zusammenhing, gut gefallen. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Leben hier demnächst weitergeht. Wie gesagt, Donika wird diesen Tag nochmal genießen dürfen, ein bisschen abfeiern dürfen. Am nächsten Tag ist geplant, ihr dann ihren Job zu besorgen und dann geht's an die Arbeit. Ob von hier aus oder ob von ihrem eigenen Häuschen aus, wird sich zeigen. Ich hoffe, bis dahin habe ich eine Antwort. Und ja, dann schauen wir mal, ne? Bis dahin, macht's gut. Tschüss.